Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Vor allen Dingen dieses Jahr, wo wir eben ein Field of View Slider haben, wo wir noch einige Sachen einstellen können, die wir in den letzten Jahren noch nicht auf der Konsole gehabt haben. Die Einstellungen, die ich euch heute zeige, sind die, mit denen ich seit über 9 oder 10 Jahren COD spiele. Und ich garantiere euch, ihr wisst ja, ich habe seit mittlerweile, glaube ich, 4 Jahren dasselbe Headset, was 50, 60 Euro nur gekostet hat von Turtle Beach. Ich habe mich geweigert, ein Astro Gaming Headset oder ähnliches in der Zeit zu kaufen, weil ich der Auffassung bin, ein gutes Headset, so wie ich das hier habe, muss nicht viel kosten und mit den richtigen Einstellungen könnt ihr auch richtig spielen. Ich lasse euch die Tipps jetzt da. Ich hoffe, ihr nehmt euch einfach den Controller in die Hand, setzt euch mal vor eure Playse und geht das nach. Schaut einfach mal, wo die Unterschiede zu euch sind. Lasst gern einen Kommentar da, wenn ihr der Meinung seid, dass irgendwo noch Verbesserung ist. Und lasst gern ein Like da, teilt das Video gerne. Ganz viel Spaß mit den Einstellungen, damit ihr besser spielt als je zuvor. Ich habe für euch alles einmal zurückgesetzt, damit wir von 0 auf 100 sozusagen 1 zu 1 so übernehmen, wie ich spielen werde. Und ihr müsst dann eben die kleinen Dinge, die für euch vielleicht anders passen, ändern oder ihr probiert es gerne mal so aus. Die horizontale Empfindlichkeit ist genauso wie die vertikale Empfindlichkeit in Modern Warfare bis zu 20 gegangen. Hier gehen wir bis zu 14 und das niedrigste ist 0,25. Wenn ihr relativ neu seid oder das Gefühl habt, ihr wollt nicht zu hoch gleich ansetzen, beginnt gerne mit 7. Ich persönlich spiele hier mit 6, aber jetzt kommt der Tipp dabei, versucht mit einer etwas höheren anzufangen. Wenn ihr merkt, dass 7 zu hoch ist in dem Fall, geht auf 6 runter und es ist die optimale, damit man ein festes Aim hat, Gegner auf kurze Entfernung erschießen kann, damit man sich schnell umdrehen kann, Turn-ons geben kann. Es gibt so viele, die immer sagen, ihr müsst auf 14 spielen. Sonst, wenn ihr nicht auf 14 spielt, seid ihr nicht gut. Das ist Unsinn, Leute. Ich habe noch nie mit etwas höherem als 6 oder 7 gespielt. Deshalb probiert es am Anfang mit 7 und geht notfalls auf 6 runter. Ihr werdet hier genau diesen Sweet Spot finden, den ihr braucht. Das hier, Leute, ist etwas, was wir relativ neu haben. ZV-Stick-Empfindlichkeit bei niedrigen Zoomen und hohen Zoomen. Niedriger Zoomen sind im Prinzip alle Visiere und alle Waffen, wo ihr kein Sniper-Scoped, ARCOG oder ähnliches drauf habt. Den hier solltet ihr, das ist ganz wichtig, nicht auf die volle Stufe hauen. Nehmt ihn von 4 runter, dann dreht ihr euch wie ein wildes Kaninchen, sondern geht hier Richtung der 1, was Standard vorgegeben ist, setzt es ein bisschen hoch, geht auf 1,4, 1,5 und probiert es gerne mal aus. Ihr werdet sehen, es ist das Beste, was ihr haben könnt. Bei hohem Zoom wollen wir das ganz anders machen. Wir wollen, wenn wir snipen wollen, sehr hoch gehen, wirklich sehr hoch. Wenn wir snipen wollen, wollen wir uns schnell drehen können, wollen 360s machen können, Turn-ons geben und. Geht mal auf 3,5, 3,6. Das sind für Sniper die besten Einstellungen, die ihr haben könnt. Bei der Tastenbelegung lassen wir es auf Standard. Es sei denn, ihr habt einen SCUF-Controller. Wenn ihr einen SCUF-Controller habt, dann wollt ihr unbedingt auf Taktik gehen. Denn Ducken hinlegen ist hier auf eurem Pedal rechts. Das Ganze könnt ihr ja aber mit eurem SCUF-Controller auf die hinteren Pedals ändern. R1, L1 ist bei mir schon immer gewesen, R1 ist Schießen, L1 ist Zielen. Ihr wollt diese Einstellung unbedingt wechseln, die wir hier haben, denn ich erkläre euch warum. Wenn ihr auf L2 zielt und auf R2 schießt, habt ihr das Problem, wenn ihr keine Trigger-Stops auf eurem Controller habt, dass die Entfernung, die ihr drücken müsst, damit das Signal zum Schuss kommt, länger ist, weil die Pedals bzw. die Trigger-Stops ja nicht da sind, ist der R2-Knopf deutlich länger zum Durchdrücken als der R1-Knopf. Außerdem habt ihr den R1-Knopf sicherer, fester in der Hand, wenn ihr den Controller in der Hand habt. Also Leute, L2 und L2 vertauschen. Wir wollen Zielvorrichtung auf L1 und schießen auf R1. Vertikale Sicht umkehren deaktiviert. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der damit spielt. Ihr wollt kein Casual Gamer sein. Ihr wollt mehr Kills machen. Ihr wollt mehr Abschüsse machen. Controller-Vibration auf deaktiviert. Es zerstört euer Aim, wenn ihr zielt. Euer Controller vibriert, wenn ihr Granaten abbekommt, wenn irgendwo Schaden kommt, wenn ihr angeschossen werdet, wenn irgendwelche Streaks auf die Map ballern. Macht es auf deaktiviert. Die ZV-Anvisierhilfe, das ist euer Aim Assist. Den braucht ihr im Prinzip
Im Multiplayer immer, in der Kampagne braucht ihr es nicht. Hier ist es so, dass das hier nur für die Kampagne, nur für Zombie-Modus gilt. Das heißt, hier dürft ihr machen, wie ihr es wollt. Die verlangsamte Anvisierhilfe bedeutet, es verringert die Empfindlichkeit, wenn ihr ein feindliches Ziel im Visier habt. Das wollt ihr machen, so dass euer Aim Assist euch hilft, auf dem Gegner zu bleiben. Luftkletternverhalten ist für uns egal, das könnt ihr für euch selber entscheiden. Ich bin ein großer Freund von automatisch, ihr klettert automatisch ohne Tastendruck auf die nächstgelegenen Objekte. Ich weiß aber, dass viele das nervig finden und es selber entscheiden wollen. Macht ihr auf manuell, müsst ihr auf X drücken und springt auf die Sachen drauf. Das Bodenkletternverhalten ist das gleiche wieder, wie das Verhalten für das Klettern auf nahegelegene Objekte. Das sind nicht wichtige Sachen, da müsst ihr genau für euch selber gucken, was für euch Sinn macht. Das ZV-Verhalten. Ihr wollt, wenn ihr ins Visier geht, den L1-Knopf gedrückt halten. Das heißt, ihr bleibt hier auf Halten. Ihr wollt nicht auf Umschalten. Das bedeutet, ihr drückt einmal L1, er zielt die ganze Zeit und um da rauszugehen, müsst ihr wieder L1 drücken. Ruhige Handverhalten lassen wir genauso, ist im Prinzip dasselbe, wir wollen da nichts dran ändern. Das Panzerungsverhalten, da müsst ihr selber gucken, es ist nur für den Multiplayer, später in Warzone habt ihr nochmal eine andere Möglichkeit, wenn ihr Dreieck drückt, um eine Panzerplatte zu benutzen, zum Beispiel im Firearm-Team, müsst ihr das halten, um ein nacheinander ganz viele Platten auszurüsten, aus Warzone kennt ihr das alle. Wenn ihr alle anwenden wollt, einfach Dreieck drücken und dann könnt ihr nacheinander die Sachen wählen. Die Mindesteingabe und die maximale Eingabe der Schwelle von eurem linken Stick sagt, wie viel Spielraum ihr nach unten habt, bis der Controller sozusagen einen Befehl ausführt. Wenn ihr einen älteren Controller habt oder einen, der nicht nur 100% in Schuss ist, solltet ihr hier nicht auf 1 gehen. Denn es ist oft so, dass L1 und R2 relativ, ohne dass ihr es bewegt, schon ein Signal abgeben, weil die ein bisschen eingedrückt sind, weil die einfach viel benutzt worden sind und. Das wollen wir natürlich nicht. Das bedeutet für uns, ihr macht das hier, wenn ihr einen etwas älteren Controller habt, so auf 8 bis 10 würde ich vorschlagen. Wenn ihr einen nagelneuen Controller habt, könnt ihr es gerne auf 1 machen, da sollte es keine Probleme geben. Maximale Eingabeschwelle. Ich habe viele gesehen, die haben halt auf 99 spielen, das bedeutet aber, ihr müsst den Controller auch komplett durchhauen an einem Stick, beziehungsweise an der Seite vom Stick, um mit eurem Aim auf die komplette Kante so schnell wie möglich zu kommen. Wenn ihr das Ganze hier runtersetzt, habt ihr den riesigen Vorteil, dass ihr nicht so weit mit dem Controller-Stick zur Seite müsst, um den Gegner auch noch an der Seite anzuvisieren. Ich persönlich spiele auf 84, das habe ich in der Beta gemacht, in der Alpha und es funktioniert am besten. Das gleiche könnt ihr für den Eingabewert des rechten Sticks machen und ich kann euch nur empfehlen, nehmt die gleichen Einstellungen für beide Sticks, damit ihr synchron mit eurem Hirn arbeiten könnt. Controller-Sounds wollen wir selbstverständlich deaktiviert haben. Wir wollen nicht automatisch vorwärts laufen, das ist absolut bescheuert und automatisch sprinten wollten wir auch nicht. Das Sprinten, Tastenverhalten, drücken und halten zum Sprinten, loslassen zum Beenden. Sprinten bricht Nachladen ab, ihr kennt den Trick vielleicht, wenn ihr nachladet und währenddessen sprintet, habt ihr den Vorteil, dass ihr das Nachladen sozusagen abbrechen könnt, wenn ihr den Sprint startet. Ich bin ein großer Fan davon, ihr müsst es für euch selber entscheiden, das ist wirklich Sache von jedem Einzelnen für sich. Hier ebenfalls Ausrüstungsverhalten lassen wir auf Halten und Interagieren Nachladenverhalten. Wir wollen nur einmal zum Tippen. Wenn wir einmal tippen, nicht tippen, sondern tippen, laden wir automatisch nach. Das reicht vollkommen aus, genau das wollen wir haben. Jetzt kommen wir zu der zweitwichtigsten Sache. Ihr habt diesen Sicherheitsbegrenzungsbereich, den könnt ihr in den PS4-Einstellungen ändern. Macht ihn so klein wie ihr könnt. Umso kleiner dieser Bereich ist, umso mehr wandert die Minimap von links oben nach rechts etwas zentraler in die Mitte. Der Vorteil ist immens. Ich spiele seit über 3-4 Jahren mit dem Farmenblindenmodus. Mittlerweile habt ihr die Möglichkeit, die Farben eurer Feinde, eurer Verbündeten und der Partyfarbe zu ändern. Das ist das erste Mal, dass wir das können. Ich persönlich spiele seit mehreren Jahren mit der Blauschwäche-Einstellung. Ich habe keine Schwäche, was das Sehverhalten angeht, aber ich habe festgestellt, dass die Farben, so wie sie dargestellt werden, mir persönlich helfen, auf dem Minimap mit einem kurzen Blick schneller zu analysieren, was passiert. Das Sichtfeld. FOV-Slider, ihr habt es gehört. Auf der 120 habt ihr zwei Probleme. Das erste Problem, Gegner verschwinden relativ schnell in eurem Sichtkreis und das zweite, eure Playstations sind sehr am Arbeiten, weil der eigentlich zu hoch ist. Ich empfehle euch, aus den Erfahrungen der Alpha, Beta und des ersten Spieltages, ihr geht hier runter, ihr übertreibt das hier nicht und geht auf 95.
Alles zwischen 90 und 100 hat sich für mich herausgestellt, ist hervorragend. Alles darunter macht nicht mehr so viel Sinn. Alles darüber ist zu viel. Spielt ihr auf einer PS4 Pro oder aus der PS5, könnt ihr gerne auf 110 gehen. 120 würde euch schon allein wegen der Sichtbarkeit der Gegner definitiv von abraten. Hier haben wir das nächste Thema. Wenn ihr den FOV-Slider sehr hoch setzt, habt ihr natürlich auch das Problem, dass euer Visier, wenn ihr in den Scope geht, genau so da reingeht. Das ist dann bei Vergrößerung über 4. Da hat es keinen Einfluss mehr. Wenn ihr das auf unabhängig macht, so wie ich das habe, die Zielvorrichtung zoomt das Sichtfeld auf den üblichen Wert. Genau da solltet ihr das lassen. Es wird euch helfen. Ich garantiere es euch. Bei der Helligkeit sagt euch immer dieses komische Bild, ihr sollt das genauso machen, bis das hier nicht mehr sichtbar ist. In jedem COD, mit Ausnahme Modern Warfare letztes Jahr, war es aber sinnvoller am Ende, wenn ihr das Ganze höher gesetzt habt, damit ihr ein bisschen mehr von der Karte seht, ein bisschen mehr die versteckten Gegner. Deshalb Leute, geht hier auf 84. Ich habe lange hin und her probiert und 84 ist dieses Jahr der Wert to go. Die Splitscreen-Ausrichtung, wenn ihr Splitscreen spielt, habt viel Spaß damit. Bewegungsunschärfe ist das Wichtigste, was ihr deaktivieren müsst. Deaktiviert komplett. Es soll einfach für einen Kinoeffekt sorgen und für ein bisschen Realität. Das Problem ist, nach 2-3 Stunden wird euch schlecht, ihr bekommt Kopfschmerzen. Es ist nicht schön anzusehen. Kommen wir zu der wichtigsten Einstellung neben allem, was wir grafisch haben. Und zwar die Audioeinstellung. Stumm schalten, nicht stumm, das könnt ihr entscheiden, ob man euch hören soll oder nicht. Die Gesamtlautstärke, dieses COD ist nicht annähernd so laut wie Modern Warfare. Das heißt, ihr könnt es gerne auf 100 lassen. Die Musiklautstärke, wenn ihr Casual Gamer seid, einmal die Woche 2 Stunden, könnt ihr sie auf volle Pulle lassen. Ich brauche sie fast gar nicht, ich nehme die 20 nur, wenn ich mal alleine bin, in der Lobby sitze und gerade ein bisschen warte. Soundeffektlautstärke, Gegner, die nachladen, die eine Granate zünden, die sie gucken in der Hand, also den Splitter schon mal rausgezogen haben, die irgendwo was schreien, all diese Sachen mit Dialog zusammen, wollt ihr zu 100% hören. Ihr wollt wissen, wann der Gegner von wo schießt, ihr wollt wissen, wo er genau ist. All diese Sachen geben euch die Soundeffekte Lautstärke, das heißt, ihr lasst es natürlich oben. Die Filmlautstärke braucht ihr auch nicht, sind nur die Filmsequenzen. Wenn ihr Kampagne spielt, macht es gerne wieder hoch. Für den normalen Multiplayer haben wir keinen Bedarf daran. Das heißt, ihr könnt es im Prinzip komplett ausmachen. Und jetzt Leute, die Audio-Voreinstellung. Der Treyarch-Mix, flach, Kopfhörer, Stimmklarheit, leise, Bassverstärkung, Höhenverstärkung, Superbassverstärkung. Mit der Höhenverstärkung habt ihr den Vorteil, dass ihr Fußschritte am besten hören könnt. Die Fußschritte in jedem Call of Duty sind hohe Töne und keine tiefen Töne. Die super Bassverstärkung knallt euch einen sehr hohen Bass ins Ohr. Ihr könnt Fußschritte hören, aber Höhenverstärkung, ihr könnt es gerne zum Beispiel mal in der Kampagne probieren oder im Singleplayer, beziehungsweise in so einer privaten Lobby. Höhenverstärkung ist die beste Einstellung seit vielen Jahren, die ihr haben könnt. Bei den Treffergeräuschen müsst ihr für euch selber entscheiden, worauf ihr Lust habt. Ich bin der Auffassung, können gerne so aktiviert bleiben, macht ein bisschen mehr Spaß und stört niemanden. Sprachchat ist wieder eine Entscheidung, die ihr ganz alleine fällen müsst, da hat auch nichts mehr irgendwelche Auswirkungen auf das Game. Beim Thema Interface, Untertitel brauchen wir nicht. Die Map bzw. unser HUD, unser HUD, ist so vollgepackt mit Sachen, Munition, Waffe, Granate, Minimap und, dass wir nicht noch mehr darauf wollen. Natürlich wollen wir diese Sachen alle so lassen, wie sie hier sind. Natürlich wollen wir all diese Sachen, Fahnenkreuze, Markierungsanzeigen, Schadensbetreffermarkierung, das alles wollen wir so lassen, Leute. Das hier macht für uns alles keinen Unterschied. Schwebende Schadenzahlen, das ist für den Zombie-Modus. Ich habe ein bisschen Zombie-Folien gespielt, ich fand es sehr witzig. Das hier solltet ihr aktiviert lassen. Ich hoffe, die Erklärungen für die einzelnen Einstellungen haben euch geholfen. Das ist immer am Anfang, dass es eben ein paar Minuten dauert, bis man die Einstellungen alle hat, aber sie bleiben das ganze Jahr über. Ihr macht euch also bitte, Leute, einmal 10 Minuten die Arbeit, stellt das Ganze genauso ein, wie ihr es haben wollt. Eure Empfindlichkeit, eure Grafikeinstellung, euer Sound, all das so, dass ihr sagt, so ist es perfekt und genau so könnt ihr es dann lassen. Lasst gern ein Like da, Leute, lasst gern ein Abo da. Ich werde die ganze Nacht für euch grinden. Ich werde versuchen, dieses Jahr so viel und so guten Content wie möglich zu bringen. Ich habe Hoffnung, dass es ein gutes Jahr wird. Es gab ein paar Rückschläge am Anfang, aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Ich bin raus, haut rein.